auch schon. Wir sind in der Haarstelle. Ah, okay. Ja. Ja, genau, ja, wir haben mit, genau, wir machen das Pre-Processing, wo wir die geometrische Transformation machen. Ja. Dann tun wir es nochmal slicen und dann machen wir das Post-Processing und dann zurücktransformieren in die Form. Ja. Ja. Ja, wir haben natürlich auch den Nachteil von der horizontalen Schichten, dass die Anisotropie im Auto ist nicht groß. Ja. Immer noch hier, aber ich werde dreidimensional gefahren. Ja, das ist breit. Das wäre bei uns vielleicht nicht ein Problem.